Und auch heute begrüße ich euch wieder mit einem freundlichen Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Kurz und Knapp gelesen aus dem Grundgesetz. Beleuchten wir heute den Artikel 98 Rechtsstellung der Richter, Richteranklage etwas genauer. Unter Absatz 1 heißt es wie folgt: Die Rechtsstellung der Bundesrichter ist durch besondere Bundesgesetze zu regeln. Absatz 2. Wenn ein Bundesrichter im Amte oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundgesetzes oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Landes verstößt, so kann das Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit auf Antrag des Bundestages anordnen, dass der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung anerkannt werden. Absatz 3. Die Rechtsstellung der Richter in den Ländern ist durch besondere Landesgesetze zu regeln. Soweit Artikel 74 Absatz 1 Nummer 27 nichts anderes bestimmt. Absatz 4. Die Länder können bestimmen, dass über die Anstellung der Richter in den Ländern der Landesjustizminister gemeinsam mit einem Richterverwaltungsausschuss entscheidet. Absatz 5. Die Länder können für Landesrichter eine Absatz 2 entsprechende Regelung treffen. Geltendes Landesverfassungsrecht bleibt unberührt. Die Entscheidung über eine Richteranklage steht dem Bundesverfassungsgericht zu. Ich darf mich auch heute wieder für das Zuhören und für das Zusehen bei euch bedanken und freue mich, euch auch beim nächsten Artikel wieder begrüßen zu dürfen. Natürlich gibt es jene, die nicht wollen, dass wir reden. Ein Volk sollte keine Angst vor seiner Regierung haben. Eine Regierung sollte Angst vor ihrem Volk haben.